dass es sehr, sehr reich gewesen ist, weil so viele Säcke war schon ein stolzes Vermögen. Und auf jedem Sack ist eben der Name eingraviert, also Manuel Schneck, ist in dem Sinne halt Weber, den Hagelloch und unten drunter dann oft immer das Symbol, was den Berufsstand angibt. Also Weber, Bäcker, Schmied, Schuhmacher, das ist... Brauer. Brauer, genau, dann Hufschmied oder Schmied im Allgemeinen, dann Landmann, also Bauer, Landwirtschaft und auch wieder Landwirtschaft. Und jetzt, ja, wie war das nochmal, so ein großes Säcke, ein großes Säcke, da hat mein Vater mit was zu tun gehabt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war das Baumwolle oder war das Holz? Was würde wohl mein Vater dazu jetzt sagen? Aber